Und da sind wir auch schon wieder zurück. Herzlich willkommen zurück, ihr da draußen. Wir sind von Summoners Inn und das ist der Eis ohne Waffel neben mir. Ja, das bin ich. Genau, jetzt gleich sind wir im Game Fnatic gegen G-Rex. G-Rex haben wir gerade gesehen, Fnatic haben wir heute auch schon gesehen. Was glaubst du, wer wird gewinnen? Wir können auch nochmal in die Statistik natürlich reingucken, um zu sehen, wie die anderen getippt haben. Ich sag mal so, mein Risikoversuch mit Warhammer Fiends hat jetzt nicht so gefruchtet, aber alles andere ist ja da relativ erwartungsgemäß ausgegangen. Also sowohl, also eigentlich war es ja bloß IG, die bisher gewonnen haben. Und ich denke auch Fnatic wird jetzt dort deutlich am längeren Hebel sitzen. Ja, richtig. Und wir sehen gerade, Maxim ist jetzt gerade an der Überholspur, genau wie ich. Ich hab Johnny gleich. Ja. Ich freue mich auch einfach mehr als Johnny. Warte mal, wo kriege ich Johnny heute? Fnatic? Da. Da. IG gegen Warhammer Thieves. Da kriege ich ihn heute. Hoffen wir es mal, richtig? Das werden wir natürlich erst später sehen. Aber jetzt gehen wir nochmal ein auf G-Rex. Die Performance von gerade war vielleicht ein bisschen schwächlich gegenüber IG. Aber glaubst du, sie können das jetzt besser umsetzen? Brauchten sie vielleicht ein bisschen aufwärmen? Das Problem, ich glaube, sie haben nicht so das richtige Verständnis für die Teamkomposition, gegen die sie halt spielen. Also ich finde den Ansatz gut, dass sie halt über Early Midgame spielen, aber mir fehlt halt immer der Gameplan dahinter. Also sie sind halt eher so, ich weiß wo, also gerade auch über den Jungler, denn bei Lee Sin hat man das gerade ganz gut gesehen. So, ich kenne halt meinen Standardweg, weiß halt, wie der funktioniert, taff mich da halt einfach durch. Ich weiß aber nicht, wie es danach weitergeht. Wenn er halt dann einmal zurück ist, dann haben sie, glaube ich, einen großen Knackpunkt, den es zu überwinden gilt. Und da muss ich einfach sagen, Broxah war heute insane stark. Ja, er hat auf jeden Fall eine gute Tagesform. Das, was ich gerade bei G-Rex eben nicht gesehen habe, dann hast du halt Caps als Midlaner. Irelia bitte, sofort wieder bannen. Irelia muss raus. Das ist halt weder gegen Rookie noch gegen Caps halt einfach nicht vertretbar, dass so ein Champion durchkommt. Gleichzeitig müssen sie, glaube ich, gucken, dass sie Fnatic auf einer, wie sagt man so schön, eine Standard-Kombo zwingen. Ich glaube, sowas mit solchen globalen Ultimates können sie halt einfach nicht gut umgehen. Dafür ist halt einfach die Teamkommunikation bei ihnen nicht gut genug. Da bin ich ganz deiner Meinung. Und Fnatic hat ja wirklich auch einen sehr, sehr starken Start heute hingelegt. War ein sehr, sehr gutes Game gehabt gerade gegen 100 Thieves. Und Broxah muss man wirklich die extremen Champions wegnehmen. Nicht nur Irelia, sie kann auch generell, hat er einen sehr, sehr großen Champion-Pool, den er auch natürlich komplett ausnutzt. Was müsste da G-Rex machen, um vielleicht... Caps meinst du? Ach, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Meinst du jetzt Broxah oder meinst du jetzt Caps? Okay. Ja, danke schön. Ich glaube, Caps kannst du halt nicht genug einschränken. Wenn du Irelia weg hast, hast du halt zumindest schon mal einen High-Pressure-Champion weniger gegen dich. Ja. Alles andere ist halt... vielleicht sogar, wenn man sich das von eben abgeschaut hat, vertretbar, wenn man zum Beispiel weiß, okay, er ist halt gezwungen, auf eine Syndra zu gehen, wir können Galio reinpicken. Ich denke, Midlane sollten sie halt einfach versuchen, ein Match abzukriegen, das halt so safe wie möglich ist. Wir brauchen keinen Pressure, aber es sollte halt so safe wie möglich sein, sondern halt nicht so viele Fehler machen kann. Und wenn man sich jetzt auch Caps Champion Pool anguckt, LeBlanc, Zoe, du kannst halt einfach nicht... Es ist alles so Snowball und so Playlastig, aber er ist momentan halt einer der besten mechanischen Spieler auf der Erde. Dementsprechend kann er sich halt leisten, so einen Champion Pool zu haben. Und den halt zu outbannen, ist, glaube ich, gar nicht möglich. Ich würde mich ja persönlich so freuen, wenn Reckless mal eine Tristana spielen würde. Er ist so gut mit Tristana und das würde ich halt gerne sehen, aber es passt leider momentan nicht immer rein. Ja, Tristana ist not that bad, sage ich mal. Der Champion Pool von Reckless ist auch ein bisschen merkwürdig in der aktuellen Meta. Also sowas wie Kaiser Xayah spielt er schon, aber es ist halt irgendwie trotzdem nicht das, was er unbedingt spielen möchte. Ja. Er ist halt so ein bisschen... Er ist halt als Oldschool Reckless auf die Ersatzbank gegangen und ist halt als Oldschool Reckless auch wiedergekommen. Also er hat sich da nicht sonderlich weiterentwickelt, was aber auch okay ist. Den Champion Pool, den er momentan ausweisen kann, den kann er halt trotzdem in die Meta reinspielen. Aber es ist halt nichts, womit du die Lane halt aggressiv gewinnen wirst. Das war noch nie so sein Ding und das wird wahrscheinlich auch nie sein Ding werden. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass es sich auch bei diesen Worlds nicht ändern wird. Ja, Broxah hat da wirklich auch viel, generell macht ja sehr viel in der Mitte, hat er viel Kill-Participation und sorgt halt auch dafür, dass auf der Botlane es halt läuft. Und das wird auch, denke ich mal, weiterhin auch so mit Reckless zusammen eine gute Kombination sein. Ja, ich glaube, das Einzige, was man halt versuchen könnte, wenn man es gegen Fnatic draftet, auszunutzen, wir haben gerade gesehen, Soas ist nicht da. Das hätte ich jetzt nämlich gesagt. Man könnte versuchen, halt Soas auszunutzen auf der Toplane, indem man halt einfach ein starkes Carry-Matchup in den Tank reinpickt. Aber wenn der Vipo sitzt, dann sehe ich die Chance schon wieder geschmälert. Und ob das wirklich so sein wird und ob wir vielleicht jetzt eine große Änderung im Team von Fnatic sehen, werden wir nach der Pick- und Bann-Phase sehen. Aber wir gehen jetzt erstmal rein und es wird direkt Thresh und der gute Alistar rausgepickt. Ja, also man hat sich was gegen Koala überlegt, der eben mit Thresh, ich kann es nicht wirklich einschätzen, man hat ja nicht viel von ihm gesehen. Ja, die Hooks haben halt gesessen, ne? Das stimmt, da muss man ihn nochmal loben. Ich bin nicht gespannt, lässt G-Rex Pike offen gegen Willisang? Also ich würde mich freuen tatsächlich, weil... Also, der Typ. Sie können weder Aatrox noch Urgot bannen, weil... Ah, nee, Urgot ist gebannt. Entschuldigung, ich dachte, Urgot wäre nicht gebannt. Dann ist der Aatrox-Bann hier, der zu forcen ist. Aber jetzt würde ich mich natürlich riesig über eine Pike freuen. Also, das wäre halt so sehenswert.
Und auch Irelia ist offen geblieben. Und sie haben jetzt halt wieder First Pick. Das Problem ist, jetzt kannst du ja doch flexen. Ja, bei Soas hätte ich nämlich gesagt so, Soas, Irelia, okay, in der Theorie ist es ein Flex Pick, aber auf Soas ist es eigentlich nicht wirklich ein Flex Pick. Ja. Aber mit Vipo sieht das Ganze schon wieder anders aus, denn er ist halt ein bombastisch starker Carry-Spieler. Und eigentlich kann ich jetzt schon sagen, das Game wird ins Höschen gehen. Ja, G-Rex pickt sich jetzt hier Zaya und Rakan Botlane. Eine starke Kombination. Sind wahrscheinlich mit das stärkste ADC-Support-Duo, was die Synergy angeht, sind halt aufeinander ausgelegt. Ich meine, Fnatic hat jetzt immer die Chance, Kaiser mitzunehmen. Kaiser Leona würde ich sie sehen wahrscheinlich. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt in Winning Lane, aber wie gesagt, das war irgendwie nie in Fnatic's Interesse. Die stärksten Winning Lanes, die sie halt in ihrer Karriere gepickt haben, mit Reckless zusammen, waren halt wirklich die, als den Cannon AD Carry halt noch sehr viable war. Ah, oder doch Braum? Braum Kaiser finde ich auch in Ordnung, wie gesagt, hat auch eine gewisse Synergie. Ich glaube, sie überlegen, ob sie überhaupt die Kaiser mit reinspielen wollen. In der Theorie macht sich Azreal in dem Setup noch ganz gut. In der Praxis könnte ich mir auch vorstellen, dass Rakan wieder versucht, für Sivir zu gehen, aber Sivir finde ich in der Tat hier nicht gut. Dann ist noch gebannt. Ja. Ah, okay, mein Bad. Deshalb Azreal, ja. Ist noch der Alte, vielleicht, falls jetzt Leute fragen. Nein, ist noch nicht der Neue, wir sind noch nicht auf. Oh, da haben sie Eier! Da haben sie richtig dicke Eier. Müssen sie aber auch. Ja, sie picken ein sehr starkes Matchup für die eigene Midlane, aber auch eins, wo man genau weiß, wenn es zurückfällt, wird es schwierig werden, die LeBlanc ins Game reinzubekommen. Und vor allen Dingen ist das, wenn es jetzt, und das, ich gehe davon aus, dass Irelia Midlane wird, ist das ein High-Skill-Cap-Matchup. Ich finde LeBlanc sehr, sehr gut, weil sie LeBlanc braucht ja ein Engage und das haben sie auf jeden Fall mit Rakan. Sie kann gut follow-upen und kommt auch leicht wieder raus, weil Rakan einfach so viel mitbringt. Ich denke, ich sehe einfach Candy nicht aus dieser Landing-Phase rauskommen, irgendwie solide, weil Caps wahrscheinlich das mit ihm machen wird, was er auch mit Rio gemacht hat. Vorausgesetzt, das Gerede mit Lane. Ja gut, aber vielleicht pickt er sich noch was Besseres für die mit jetzt gegen LeBlanc. Kannst du auch hier es gibt halt, also LeBlanc ist ja ähnlich wie Irelia, es gibt nicht so viele Matchups. Lissandra wurde jetzt auch gebannt, die ist halt auch so, auch über die Aftershock-Variante, quasi eins der Matchups, dass man halt ganz gerne noch mit in LeBlanc reinspielt. Das ist schon schwieriger. Also hier G-Rex mit viel Aggressivität versuchen sie zu punkten. Bisher gefällt mir ihre Combo eigentlich ganz gut. Also diese Irelia, die offen geblieben ist, ist mir immer noch ein Dorn im Auge. Aber mal gucken, was sie daraus machen. Es kann ja nach hinten losgehen, davor habe ich gerade, also sollte man ein bisschen Respekt haben, aber wenn sie es gut durchbringen, Cyan vielleicht für die Toplane. Würde mir gefallen, es fehlt irgendwie etwas Tankiges gerade im Team von G-Rex. Ja, Tank ist Cyans Lebensmotto. Er steht da auch. Das jetzt natürlich, eben haben sie den Sinn gezeigt, gehovert, wird jetzt rausgenommen. Auri fände ich jetzt ein bisschen... Do it. Ja, sie haben leider schon Braum gepickt, aber trotzdem würde ich gerne Pike sehen. Funnel kommt. Von mir aus Pike Toplane oder Pike Midlane. Ja. Oder der gute alte Trinity Braum Toplane. Der kennt ihn nicht. Nee, der Swain. Oh, Swain. Der würde den Sinn machen. Nein. Das ist aber auch noch ein Flex. Also, man könnte Swain natürlich auf die Toplane schicken zu Vipo. Hat er auch im Split ein paar Mal gespielt. Das Problem ist, also, ja, es ist ein Flex-Pick. Irgendwann wird LeBlanc ihn auch nicht mehr down bekommen. Aber das Early-Matchup in der Midlane ist für ihn halt höchst gefährlich. Also nicht so angenehm. Nidalee. Aber das letzte Mal, als Caps Swain gespielt hat, war eben gegen Rookie. Das lief überhaupt nicht gut. Schauen. Also ich würde tatsächlich auch die Irelia lieber mit Lane sehen. Aber so wie es bei Fnatic momentan steht und aussieht, wird es dann doch der Swain Mitte sein, Irelia Top Lane. Damit für sie halt Zeit auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Also sie werden jetzt eine gewisse Grundtankiness brauchen, um den Burst der Gegner überstehen zu können. Und gerade auch mit Irelia eine gewisse Zeit brauchen, bis sie in der Sidelane halt wirklich Dominanz beweisen können. Kann mir vielleicht jemand die Nidalee erklären? Ist halt aggressiv, ja. Nidalee, Counter-Jungle-technisch, ist da gut unterwegs. Wird vollkommen fein. Vor allem kannst du halt Zinn relativ gut kiten. Du darfst ihn halt nicht rankommen lassen. Du hast halt immer, er hat ja quasi einen Charge, um an dich ranzukommen. Und du hast halt immer eine Möglichkeit, mit dem Gap-Closer dort nochmal ein bisschen Luft zwischen dich und Zinn zu bringen. Und mit den Auto-Tags auf Reichweite bist du da halt einfach ein bisschen besser dran. Und auch hier gilt wieder, ähnlich wie im letzten Game, wenn du halt eher das Underdog-Team bist, das potenziell Schwächere, willst du halt viel Aggressivität und viel Pressure in die Lanes bringen. Und genau das haben sie gemacht. Und das gefällt mir hier bei G-Rex Combo auch sehr gut. Und auch die Nidalee passt dort halt schlussendlich gut rein. Das ergibt natürlich dann Sinn. Dankeschön für die liebe Erklärung. Ich bedanke mich natürlich bei euch generell für die Pick- und Bannphase und gebe natürlich weiter an unsere Caster. Ja, danke dafür, drittes Game des Tages. Fnatic muss natürlich gewinnen, um die Chancen auf den ersten weiter aufrechtzuerhalten. Beziehungsweise um es selbst in der Hand zu haben. Und G-Rex will sich natürlich, also sie sind raus. Ja, die beiden Teams, die weiterkommen, stehen fest. G-Rex wird jetzt einfach nur nochmal versuchen, hier irgendwie sich gut zu präsentieren. Deshalb gefällt mir das mit diesen aggressiven Picks.
Mal schauen, was es jetzt wird. Ja, Fnatic gegen G-Rex, Leute. Ja, spam the static to support Fnatic. Und dann kriegen die auch eure Unterstützung und können das hier vielleicht in die über die schnelle Tour machen. Ja, ein bisschen schneller beenden. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Der gute Reckless auf SW unterwegs. Ein Champion, der halt irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Es ist natürlich niemand, der jetzt halt super krass dominant in der Lane ist. Aber die Synergie mit Bromsom ist ganz gut. Und ich hätte tatsächlich schon erwartet, dass wir SW ab und zu häufiger sehen. Nicht unbedingt als SD-Pick, aber hier und da ihn halt mal in der Lane, wo halt viele ADKs auch gewandt sind, noch rein zu picken. Wäre dort eine Option gewesen. Seit langem mal wieder einer, den wir jetzt zu Gesicht bekommen. Für Reckless ist halt auch immer schon Champion gewesen, den er halt in seinem Champion-Pool hatte. Jetzt bin ich gespannt. Sie wollen mit dem Spain und trappen. Wir sehen auch tatsächlich noch, es wurde nochmal getauscht bei Fnatic. Also das gefällt mir auch besser. Ich habe es ja vorhin dann schon gesagt. Finde ich gut, dass sie da nochmal in der letzten Sekunde oder in den letzten Sekunden dort den Swap gesucht haben. Hier wird gefragt, warum bannt man jetzt gegen Caps Irelia nicht? Wir wissen es nicht, Leute. Wir wissen es nicht. Ja, ich meine, er hat im letzten Game schon wieder gezeigt, warum man sie bannen sollte. Die Sache ist halt, wenn du sowas machst im Competitive-Bereich und so einen starken Champion nicht bannst, weißt du halt, gegen was du spielen musst. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bannst Irelia, kannst du dich vielleicht nicht immer auf das Matchup vorbereiten. So kann man sagen, okay, wir wissen, worauf es ankommt. Deshalb auch der LeBlanc-Pick, weil es halt ein Skill-Matchup ist. Eins der wenigen Matchups, wo du halt genau weißt, okay, wir können es matchen, wir können es spielen. Und dahin geht ja von der Grundidee keine schlechte Idee, wenn es nicht die Tatsache wäre, dass es halt immer noch Caps Irelia ist. Eben. Zählt für mich auch mit zu den besten Midlanern weltweit. Bei dem Turnier sowieso. Mal schauen, ob er das nochmal bestätigen kann. Ja, nachher das Duell gegen Mookie, da schauen wir natürlich alle drauf. Ich denke, sind auch alle gespannt. Also ich glaube, also ich weiß gar nicht, wie viele SW-Picks sie bisher hatten, aber ich glaube, mehr als 5 waren es auch nicht. Also wenn überhaupt, ja. Ja, mit Planes zusammen vielleicht. Ist kurz gespottet. Oh, Kenny hat das früh gesehen, dass es danach so aggressiv steht. Das ist bitter. Das ist für so ein Matchup natürlich immer sehr relevant. Wer muss seinen Flash als erstes veräußern? Wer muss ihn als erstes abgeben? Und hier hat einfach nicht den Jungler respektiert auf der Lines. No. Und dadurch direkt mal den Flash abgegeben. Das ist für LeBlanc tatsächlich nicht das Riesenproblem, weil sie ja spätestens ab Level 2 sowieso noch einen Dash zur Verfügung hat, um da ein bisschen sicherer zu sein. Aber sie ist jetzt gezwungen, defensiver zu spielen. Weil da kann man sich mal vorstellen, wenn du keinen Flash hast und einmal offensiv dashst in der Lane, bist du in dem Moment halt extrem anfällig für den Jungler. Diesmal sehen wir es halt auch vom Jungle-Pathing deutlich besser strukturiert. Fairerweise hat man hier aber auch gesehen, dass Xin halt durch die Mitte jetzt in den gegnerischen Jungle reingelaufen ist. Also kann Nidalee ihr Pathing auch umlegen, um so halt einfach den Topside-Jungle dort direkt mitzunehmen. In dem Moment ist quasi nicht mehr der River die Grenze, sondern die Midlane. Es ist, also mir fällt gerade auf, Bipo spielt Swain mit Klepto. Habe ich jetzt so, also Toplane habe ich eigentlich Grasp in Erinnerung. Was? Grasp mit Swain? Grasp auf Toplane mit Swain, jo. Ich muss sagen, ich finde Klepto ist ehrlich gesagt eine gute Variante. Du hast halt ein Matchup gegen dich, das halt wirklich Low Pressure hat. Slow Pressure. Das ist jetzt natürlich nichts Meta-lastiges, aber ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Klepto in so einem Matchup halt auch in die Variante entwickelt. Du kannst halt Sion jederzeit von seinem Aufladen quasi abbrechen, deiner eigenen Klaue, dass er dich nicht hochschmeißen kann. Du kannst ihn immer in deine Reichweite hinziehen. Du kannst quasi mit jedem Auto-Tag halt dieses Klepto ausnutzen. Oh. Okay, hat nochmal das Schild. Vasallen OP. Jetzt ist Bay da. Oh, das ist natürlich jetzt ärgerlich für Pipo. Der muss aufpassen. Aber scheint er klar zu kommen. Ja, ist noch Level 3 Nidalee und Sion kann von oben nicht pressuren. Er muss jetzt aber aufpassen, wenn der Sion-Teleport kommt, Nidalee immer noch da. Das ist für ihn kreuzgefährlich. Also eigentlich müsste er jetzt die Wave annehmen, bevor sie zum Turm kommt. Ja, er hat keine Möglichkeit wegzukommen. Ohne Jungler wird das dort für ihn... Ah! Bay entscheidet sich dagegen, also... Er traut sich nicht, ist durch den Busch durchgelaufen, hat nicht gesehen, wo er backportet. Ja, jetzt kommt Pipo einfach wieder zurück und Teleport. Also für ihn nochmal alles gut gegangen. Das ist ärgerlich. Baby übrigens auch eingewechselt für Empty. Wer sich jetzt fragt, wo ist denn Empty hin? Den hat man ausgewechselt. Aber das ist eigentlich ärgerlich, weil das ist für G-Rex eine ganz gute Situation. In dem Moment, als sie halt wissen, Xin invadet den Botside-Jungler und sie die Grenzen so verschieben können, wie ich eben gesagt habe, dass die Midlane quasi die Grenze ist, haben sie halt mit dem Jungler komplette Topside-Kontrolle. Was in einem Matchup mit dem Carry auf der Top-Lane, der halt auf einer langen Lane sehr angreifbar ist, halt schon relevant ist. Er hat es natürlich probiert, dort so ein bisschen zu pressuren und im Endeffekt auch nicht mehr Pipos Flash bekommen. Und der hat nämlich einen Fehler gemacht. Klar, es sah knapp aus, aber Sion hatte zu jedem Zeitpunkt quasi ein Schild nochmal aktivieren können und er hat halt extrem viele Vasallen auf seiner Seite gehabt. Also richtig, dass man da halt nicht zu sehr ins Matchup reingeht. Der Pipo hat das komplett in Ordnung gespielt dort. Und in dem Moment, als er quasi diese Vasallen reintradet, hätte eigentlich Nidalee ihn punishen müssen. Also ich denke, es war ein Fehler, da nicht zu punishen. Na gut, gucken wir mal weiter. Baby. Auf der Suche nach seinem nächsten Ansatzpunkt. Und ist aber Xin unterwegs. Er sieht ihn. Zum einen, weil die Pflanze ausgelöst wird, zum anderen, weil er der Trap dasteht. Schön, dass er nicht schwer.
wurde mal reingebissen, aber mehr passierte auch nicht. Naja, muss aufpassen. Also normalerweise ist das auch eine Szene, wo Bei-Bei halt sterben könnte, weil das 1 gegen 1 dort nicht mehr gewinnt. Der einzige Grund, warum Xin nicht in ihn reingehen kann, ist halt, dass LeBlanc momentan Priority in der Mitte hat und jederzeit sich dort in Bewegung setzen kann. Ja. Merkt das hier mit dem Teleport zurück zu Lane. Hat sich nochmal Schienen mitgenommen. Hat ja auch einen guten Backcourt bekommen. Also das ist halt der Vorteil, wenn du als ADC Teleport dabei hast. Kannst du halt einfach zwischendrin mal kurz sagen, ich gehe mal kurz raus. Gleich wieder da. Mal schauen, wie viel Einfluss er hier mit Ezreal haben wird. Wie gesagt, ist noch der Alte. Das dauert halt ein bisschen, sich für die Schienenvariante dort entschieden. Ist halt wirklich kein Lane-Pusher aufgeben, von daher. Ja, also er hat jetzt keinen Trainer, das heißt seine Power-Spikes brauchen ein bisschen länger, aber der Trainer ist halt in der Lane einfach stärker. Ja. Fein. Kann man so machen und beim nächsten Backcourt werden wir dann zu 99,9% die Träne sehen, wenn er nicht ohne die 850 Gold Base geschickt wird. Da kann man hier stark von ausgehen. Das ist übrigens auch noch so ein schöner Faktor für Fnatic. Denn sie wollen halt das Spiel einfach nicht viel verlieren. Sie outscalen halt wieder ganz gut. Mit dem Xin im Jungle, mit der Irelia in der Midlane. Das mit dem Spray auf Top Lane haben sie halt wieder sehr, sehr gute Side-Lane-Matchups. Das Einzige, was sie respektieren müssen, ist halt diese Rakan-Xayah-Fraktion. Und dadurch ist es halt, ne, wir waren ja gerade beim Klepto auf der Top-Lane stehen geblieben, dadurch ist halt dieses Double-Klepto auch für sie ein sehr, sehr guter Faktor, dass sie da einfach ins Game reinscannen können. Pipo hier im 1 gegen 2 hält natürlich viel aus über seine Ult. Der tut da Baby auch gut weh. Auch die Trainer mit Problemen. Vielleicht nochmal da vorne. Ist ein bisschen aggressiv. Es reicht nicht ganz. PK vielleicht auch nochmal da vorne und sollte das Ganze überleben. Boah, ist aber so schlecht gespielt von Baby. Sorry. Aber er hat jetzt von 3 Speeren, die alle 3 sitzen muss, hat er alle 3 verfehlt. Wenn Baby einen Speer trifft, dann ist das der sichere Kill auf Pipo, der auch noch aggressiv flasht. Oh, hier Botlane auch nochmal der Fight. Hillisang und Reckless Sam mit Problemen. Man kriegt aber das First Blood. Frage ist, was kriegt Stitch jetzt noch raus? Hillisang jetzt mit einem Flash. Oh, das Minion, das Minion. Caps kann springen. Oh, es kann lassen. Oder doch, es war lassen. Er kommt nochmal rauf. Reicht das für den Kill? Ist die Frage. Ja, den kriegt er. Aber es duckt in den Minions. Muss nochmal flashen. Überlebt das Ganze. Und währenddessen auf der Toplane übrigens auch nochmal ein Kill gefallen. Da hat sich Brox dann nochmal PK mitgenommen. Also 3-1 Trade jetzt hier für Fnatic. Puh, ganz schön knappe Sache, du. Erstmal durchatmen. Ich kenne den jetzt auch unterwegs, der wird nochmal aufräumen. Ja, Hüli sagen, wird da, glaube ich, nicht rauskommen. Boah, da kommt gerade Vasallen, ne? Zu denen kann er springen. LeBlanc muss flashen, wenn sie den Kill haben will. Ja, hier geht sie gar nicht hinterher. Oh, das ist so gut, weil Candy misst jetzt halt die ganze Zeit sein Farm in der Midlane. Den kann Esu jetzt annehmen. Und hat keinen Kill unten bekommen. Das ist nochmal für Caps ein riesen Vorteil. Das war halt super aggressiv für Reckless, ne? Das war. Der war wirklich zu aggressiv. Ja. Vor allem, er stellt sich halt in einer gerade mit den Federn, als er seine Cane Shift einsetzt. Das war ein sehr, sehr großer Patzer von Reckless. Ja, und währenddessen Boxer auf der Top-Lane. Dann zeigt sich PK. Ich meine, ich weiß nicht, ob er dadurch Baby gerettet hat. Ich glaube, der wäre sogar so Base gekommen. Aber ich hätte einfach im Busch bleiben sollen. Mhm, aber hätte er von hinten geheilt, hätte Sion überlebt. Und dann hätte das Ganze mit dem Turm vielleicht nochmal turnen können, aber es viel hätte, wäre, könnte. Das, was vorher falsch gelaufen ist, ist viel schlimmer. Es ist halt in der Midlane Speer gemisst, Toplane in der Situation gerade zweimal hintereinander ein Speer gemisst. Ansonsten wäre nämlich niemand gestorben, es wäre ein safer Kill gewesen. Vipo stand viel zu aggressiv. Ja. Und so einen Fehler da nicht punishen zu können, ist halt echt ärgerlich. Vor allem, weil er ja vorher auch schon dieses Positioning bzw. die Situation auf der Toplane nicht gepunished hat. Und jetzt ist es Wayne im Game. Jetzt wird es schwierig, auch durch den Rückfall von Sion, das Matchup für ihn halt wirklich noch gut und stark und dominant runterzuspielen. Mal sehen, vielleicht kommt er irgendwie noch mit klar. Aber das eben, also, dass man wirklich so früh schon im 1 gegen 2 da, also im 2 gegen 1 auf Seiten von G-Rex, da keine Chance hat auf der Top-Lane, ist bitter. Und den einzigen Kill, den sie jetzt bekommen haben, war, weil Reckless sich ein bisschen überschätzt hat und offensiv gegangen ist in seinem Arcane Shift. Jetzt hier im 1 gegen 1, PK. Es hat keine Chance gegen Pipo. Guck mal, er läuft halt einfach hinterher, ne? Der hat halt mit seiner Klepto auch nochmal so viel Sustain zusätzlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Tank-Matchup gefällt mir Klepto echt, echt gut. Ja, und das macht Pipo super gut. Da holt sich da den Kill. Ja, Antwort von G-Rex ist jetzt ganz gut. Wollen sich diesen Höllendrachen holen, bekommen den auch. Aber ob der ausreicht, um sie hier irgendwie nochmal drin zu halten später. Hillisang war auch so ein bisschen der, der ein bisschen kritisiert wurde. Das ist ein bisschen aggressiv. Vorsicht, die Finger wissen glücklicherweise nicht genau, wo Xin unterwegs ist. Sie konnten sich hier nicht zu re-engagen. Oh, Boxer. So, mit Caps jetzt hier zurück. Oh, der Stun war wunderschön. Die Ult geht leider ins Leere. Bei-Bei. Ja, könnte man nochmal anspringen. Hatte nochmal einen Siegel drauf, aber entscheidet sich dann dagegen. War auch die Range natürlich viel zu groß. Ich glaube, wenn Caps da Flash gehabt hätte, wäre er nochmal hinterhergegangen. Oh ja.
diesmal kommt natürlich an der Stelle auch so ein bisschen drauf an, wer seine Ultimate setzen kann. Das war für ihn halt ein reines Prediction-Ultimate. So, entweder LeBlanc dasht links oder rechts. Er dachte sich wahrscheinlich, dass er halt Richtung Turm dort zurückgehen möchte. Deshalb sein Ult nach rechts geworfen, was okay ist. Eine 50-50-Chance. Letzten Endes ist es halt für sie ein Free Flash, den sie bekommen haben und damit halt ausreichend genug. Direct ist jetzt auch wieder Tränen unterwegs. Ja, so ein bisschen Farm müssen wir mal droppen lassen. Ich finde mich auch nicht ganz so gut, aber in so einer Situation, der Poke halt einfach sitzt, dann sind das halt mal ein Viertel Lane weniger für Stitch, dass er viel Lane Pressure wegnehmen kann. Aber grundsätzlich, allein das, dass sie halt Klepto haben und dann halt nochmal den Goldvorteil, den Farmvorteil auf der Botlane, reicht halt für sie vollkommen aus. Ja. Also aktuell ist Fnatic halt Toplane ultra dominant, Midlane ist halt vollkommen fein und Botlane ist halt auch trotz des einen Patzers immer noch gut mit drin. Ach, Baby. Das schon. Der müsste ich jetzt so resetten, das wäre so ein bisschen Kirschhofer-Sahnentorte. Also muss ich sagen, gefällt mir von Baby aktuell, dafür, dass er niederlich spielt, ist dieses Game mechanisch halt einfach nicht gut genug. Ja. Das nicht dem Level entsprechend. Ja, vielleicht hat man sich gesagt, man lässt ihn jetzt nochmal spielen. Mein MT war vorher drin. Wer weiß. Einfach nur ein bisschen Erfahrung sammeln. Aber wir sehen, Capsule mit der defensiveren Variante. Scheint sich also wieder Wits End mitzunehmen. Macht halt auch Sinn. Ja. Gegen Niederlee, gegen LeBlanc. Naka hat auch ein bisschen Schaden, den er mitbringt. Man kennt halt von dieser einen Q-Rotation von Candy halt gar nichts an Damage. Das wird halt auch mit dem Wählen-Kombination nicht viel anders aussehen. Und Candy kann halt nie offensiv dashen. Solange halt der Stunt von Caps nicht eingesetzt wurde. Ist auch nochmal ein Problem für ihn. Das ist halt auch so dieses Sneakige in dem Matchup bei Irelia. Du kannst ja quasi als LeBlanc mal ganz gut aussetzen, wie du dich zurücksetzt. Aber was machst du zum Beispiel, wenn Caps sowohl dein Aus... Das war ein schöner Knock-Up hier von Koala. Nimmt der Hillisang und Caps mit, die kommen mal raus, weil der Schaden einfach fehlt bei G-Rex. Jetzt kommt sogar nochmal ein Teleport dazu von Vipo. Einfach um das Ganze hier ein bisschen zu entschärfen. Der macht jetzt hier ein bisschen Druck. Der Turm wird nicht fallen. Aber Candy, du springst ja aggressiv in den Swain rein. Das sollte man respektieren. Wer für den Turm auch so gut es geht, als Lebenspunkt erhalten haben. Ja, nee, das Problem ist halt, wenn dort einfach LeBlanc reindasht, kannst du als Irelia den Stun anfangen, direkt auf ihrer jetzigen Position setzen und den Stun-Ausgang halt auf ihrem Markt, dass sie selbst Position zusetzen kann. Das heißt, du kriegst halt, auch wenn sie so mobil ist und so viel Outplay-Potenzial hat, kriegst du halt gegen den normalen Dash ohne Ultimate halt relativ sicher einen Stun durch. Und wenn der trifft, dann hat Candy den Nachteil im Matchup. Apropos Nachteil im Matchup. Roxxar nimmt sich hier Candy mit, könnte vielleicht sich überleben, der wird nochmal abgeholt vom Ignite im Endeffekt, aber Caps, der hat hier noch nicht genug. Der wird hinterhergehen, Baby wird jetzt auch abgeholt und jetzt Koala, das Support, der ist alleine. Und auch der geht jetzt down. Double Kill für Caps, das willst du gar nicht. Und wenn das auf der Top-Lane dreht, Pipo auch nochmal kurz auf. Oh, wenn der sitzt, wäre das absolut insane gewesen. Ganz knapp verfehlt. Ja, also man merkt jetzt immer eindeutiger, dass die individuellen Leistungen der Spieler halt relativ weit auseinander liegen. Ja. Also Fnatic ist hier halt einfach um einige Ligen noch stärker, gerade in diesem Game. Und wenn die ersten Türme fallen, glaube ich, wird das auch ein relativ schnelles Spiel werden. Ja, das könnte sehr schnell in Fnatic's Richtung. Hättest du gerne gerade mal einen Goldunterschied sehen? Einfach noch sehen, wie weit Klepto halt reinspielt. Man muss sich das natürlich immer so ein bisschen realistisch umrechnen. Eigentlich nochmal das Replay. Hey, da muss Candy halt sofort flashen. Ich weiß nicht, worauf er da wartet, dass er halt. Dass er aggressiv auch nochmal reinflasht. Er will halt den Kill dort forcen. Ah, okay, fairerweise, er hat einen Shutdown bekommen. Das Shutdown ist ja, mit LeBlanc natürlich ziemlich gut. Also der reine One-for-One-Trade wäre okay gewesen. Aber im Nachhinein sterben halt seine beiden Mates auch nochmal, dafür, dass er halt so aggressiv war. Dabei hätte man das Ganze halt zu 100% sicher spielen können. Ja, wenn der Top-Lane hier ist. Wenn ich glaube, er kann sie sogar noch ein bisschen weiter nach hinten setzen. Er musste natürlich predicten. Ja, deutlich weiter sogar noch. Aber das, also gegen Zion ist halt wirklich schwierig, wenn er so schnell rast. Ja, das war eine sehr, sehr schöne Stopwatch. Klasse gemacht von Vipo. Zum einen hat er die Knockout damit verhindert und zum anderen den Speer gedodged. Deshalb hätte man es eigentlich nicht timen können. Weil für ihn war, das war jetzt der einzige Moment, den man ihn hätte punishen können. Weil er zum einen wenig Mana hatte und kein Ultimate mehr. Ja. Also, Reaper macht hier einen guten Job. Das hast du dann so angesprochen. Eine Möglichkeit für G-Rex wäre gewesen, vielleicht aggressiv gegen sowas zu picken. Aber wenn er nicht da ist und man den wahrscheinlich mechanisch besseren Spieler Reaper da auf der Top-Lane hat, ja, wo sollst du denn noch angreifen bei Fnatic? Cap sogar nochmal aggressiv hier. Candy halt wirklich mit Problemen. Hat er übrigens auch gerade diese Mechanik gesehen. Ne? Caps hat sich perfekt richtig gesetzt mit dem Stun. Er hat halt den ein bisschen zu weit nach hinten hinter das Siegel gesetzt. Aber trotzdem so, dass er halt Candy zwingen kann, lange auf der Stelle zu bleiben. Botlane ist ein bisschen befreit von dem ganzen
Tempo, was wir haben. Also da ist noch am ruhigsten, bis auf die eine Szene, in der Reckless da aggressiv gegangen ist. Ist halt nicht viel passiert. So eine Insel. Ah, Poke-Ult, die hat mal durchgebracht. Ja, ist eine Poke-Ult. Einfach der mit Statistik. Sieht im Nachhinein schöner aus. Damit er nachher im Grafen überhaupt auftaucht. Der Boxer nutzt seinen Druck gerade auch gut aus. So, Baby. Wollen wir nicht mehr so viel reden. Er hat sich schon gezeigt, was am Stand ist. Aber das geht ja auch nicht besser, ne? Das kommt dann wieder zu. Ja. Ah, Vipo ist schon super aggressiv. Boxer wieder bitte. Lock-up kommt durch, mach's gut, mein Junge. Das war für ihn. Der mittlere Turm wird im Zusammenhang damit jetzt wahrscheinlich auffallen. Ja, Vipo hat ein bisschen was umkassiert, aber hält sich hier auch nochmal hoch. Er wusste, er kann halt einfach für so eine aggressive Flash gehen. Er ist stark genug, Sion kann ihn nie und nimmer alleine töten. Ja, erster Turm jetzt auch down. Fnatic macht da jetzt gut Tempo. Ich meine, es sind jetzt schon 5.300 Gold Vorsprung. Sogar fast 5.500. Sollte in der Regel eigentlich nicht mehr viel anbrennen. Vor allem, weil sich jetzt auch noch Caps viel frei bewegen kann. Forst jetzt einfach nochmal zusammen die Botlane. Und hier kommen wir nämlich wieder zu diesem High-Skill-Cap-Matchup, was wir in der Midlane hatten. Das halt auch eigentlich ein sehr schönes, attraktives Matchup ist, aber zum einen hast du halt auf der anderen Seite Irelia. Und zum anderen heißt es für beide Champions, wenn einer von beiden zurückfällt, hat der andere jeweils keinen aggressiven Wave-Clear mehr. Also du kannst halt als LeBlanc schon Wave-Clearen, aber du musst halt wirklich in die Wave reinspazieren. Was halt jedes Mal für dich lebensbedrohlich sein kann. Ähnlich ist es auch für Irelia, also wenn Irelia behind ist, ist es auch für sie schwierig, die Wave immer mit abholen zu können. Aber das führt dazu, dass derjenige, der erstmal nach vorne kommt in dem Matchup, halt auch die ganze Map für sich vereinnahmen kann. Ah, Top-Lane-Turm und auch Bot-Lane-Turm haben nicht mehr viel. Was man Fnatic jetzt vielleicht noch ein bisschen ankleiden muss, ist, dass sie den Drake einfach so abgeben wieder. Ich meine, sie hatten gerade die Chance, da vielleicht den Fokus drauf zu legen. Haben sich für die Bot-Lane entschieden, die nicht mehr bekommen. Stattdessen kriegt Jurex jetzt den Drachen. Also sie können vor allem, das ist halt nicht mal die Bot-Lane, die sich entschieden haben. Sie hätten den Drake danach wahrscheinlich sogar contesten können. Sie wissen aber ganz genau, wenn der Gegner die Zeit jetzt hier aufbringt, ist für sie der Herald free von Topside, weil sie halt den früheren Base bekommen. Und wenn sie den Herald bekommen, also der Herald ist im Vergleich zu den Bergdrachen hier, denke ich, für sie eher High-Priority-Target. Wenn man mit dem halt einfach viel mehr Tempo aufrechterhalten kann, das ist halt für sie ein schnelleres Game, ein schnelleres Goldsäckchen, an das sie nochmal rankommen. Man halt, wenn, wohlgemerkt, wenn man ein Türmchen damit bekommt, währenddessen halt die Bergdrache auch nicht schlecht gewesen wäre für Fnatic, aber auch überhaupt gar kein Mehrwert für G-Rex dasteht, solange sie jetzt später keinen Infernal Drake damit bekommen. Wenn ein Team, das halt nicht dazu kommt zu pushen, kann halt diesen extra Schaden von diesen Bergdrachen auch überhaupt nicht verwerten. Sehen, Fnatic macht weiter Druck. Herald ist auch inzwischen bei Broxah im Inventar. Schauen, wo er den aufstellt. Letzte Herald, den wir im letzten Fnatic-Game gesehen haben. Ich meine, der hat drei Türme mitgenommen. Na, vielleicht können sie das ja nochmal toppen. Dancing Herald, The Dream. Oh, das fühlt sich immer so blöd an. Wenn du halt mit einer Fähigkeit nicht die Kassel aus der Hand one-shotten kannst. Ja, die Wards werden jetzt schon mal aufgestellt, so gut es geht. Kann man von da eine Ward in den Treiber schreien setzen? Nee, oder? Ich glaube nicht. Das wäre ja mal eine insane 500 IQ-Ward, wenn man das wirklich von hinter der Wand darüber setzen kann. Da kannst du dann wahrscheinlich bloß 3-4 Pixel geben, auf denen du stehen kannst, damit die maximale Reichweite reicht. Ist die drin? Steht drin, oder? Die steht halt wirklich drin. Ja, krass. Alles klar, Leute. Ihr geht jetzt alle ins Custom Game. Also den Punkt kann ich auch noch nicht, dass man eine Ward so weit setzen kann, dass sie halt im Busch da oben drin landet. Nee. Zumindest halt nicht über die Wand in dem Busch. Also gibt es halt bloß einen ganz kleinen Bereich, für den er nutzen kann. Ah, Baby hier. Ja, keine Chance gegen Caps. Der will weiter rein. Gute Dash. Candy will auch nochmal aggressiv gehen. Jetzt der Knock-Up-Versuch hier nochmal von Koala. Man kriegt sogar den Ausgleichskill, aber währenddessen fallen eben auf der Sideline jeweils die Türme. Und das ist nicht genug für G-Rex hier. Die Antwort reicht da nicht aus. 1-2-1 Tausch, aber zwei Türme verlieren. Ja, ein bisschen zu aggressiv. Ich will auch gerne gleich nochmal sehen, warum Caps den letzten Turmschuss abbekommen hat. Weil eigentlich war er aus der Turmreichweite schon raus. Ich glaube, er ist nochmal ganz kurz geturnt. Und hat wahrscheinlich durch seine Potion dort Tower Aggro bekommen. Aber gucken wir es uns mal an. So, Baby, einfach ein bisschen zu weit nach vorne. Da ist auch okay, man geht direkt für den Dive, was hat Zinn in der Flanke. Caps reduziert den gesamten Schaden, dasht über die Basallen. Kommt halt direkt als Follow-up nach dem Lock-up an Nidalee ran. Und hier war er eigentlich fein. Und da dreht er nochmal um. Ah, jetzt war er zu weit vorne. Und dafür stirbt er. Dafür, dass er diesen Step nach vorne macht, kriegt er halt nochmal den einen Turmschuss ab. Also da hatte der Tower Dive war vollkommen okay. Auch dass man den Kill dort auf Nidalee forced. Aber danach war halt einfach die Positionierung und der Tower Reset nicht optimal gespielt von Fnatic.
Na, Baby. Boxer. Der hat auf jeden Fall Happy Feet heute. Also die Speere, die interessieren ihn nicht. Vor allem, wenn er halt erstmal dran ist, wird es auch unheimlich schwierig, ihn zu treffen. Face Rush ist halt auch für den Xin echt eine Rune, die es schwierig macht, ihn rauszunehmen. Denn nicht nur das, dass er sich so schnell bewegen kann und besser dodgen kann, sondern auch einfach der Fakt, dass er über Distanz nochmal den Schaden der Gegner runternehmen kann über seine eigene Ultimate. Das heißt, eine LeBron ist halt immer eigentlich dazu veranlasst, in Xin rein zu dashen, wenn sie ihn irgendwann töten möchte. Ähnliches gilt halt auch für Xayah. Ah, Cap jetzt hier wieder gegen Candy, Stun trifft nicht. Guck mal, der Damage den Caps abbekommt, ne? Wits End und Mercs. OP! Er ist natürlich jetzt auch schon einiges an Farm vorne. Er hat die 4 Kills, auch da spielt nochmal extra Gold in seine Taschen. Hat sich diesmal auch für die Tiamat-Variante entschieden. Finde ich auch schön. Oh, das war wichtig, den Stun gegen Koala durchzubringen. Der hätte sonst den Herald interrupted, also den Herald Spawn. Und Caps, der hat Bock, ja, der hat Lust. Wieder diven, Koala ist noch irgendein, der Snipe von Reckless da, von der Midlane aus. Jetzt ist er auch hier. Ja, und der Turm, der überlebt das Ganze, man kriegt aber trotzdem wieder den Kill mit. Und hier gut Schaden anrichten. Upa, würde ich sagen, excuse me? Ja, PK geht jetzt nochmal rein, Hilly muss da rausgleichen, die Braumut nochmal zum Disengage. Und verliert aber trotzdem noch seinen Support. Die Frage ist, was kann Vipo noch raus? Und die Federn von Stitch ist super gut durch, aber Vipo, das ist ein Swain, der steht in der gegnerischen Team kommt drin, in der Backline. Und jetzt holt man sich hier einen nach dem anderen ab. Stitch ist down, PK ist down. Noch der Turm könnte ein Ziel sein, Reckless hier nochmal mit einem schönen Snipe. Holt sich im Endeffekt noch Bebe ab. Ja, und jedes Mal, wenn Jurex so ein bisschen was bekommt, wie zum Beispiel gerade den Kill auf Heliseng, sagt Fnatic, okay, okay, wir holen uns auch was und holen sich halt 4 Kills. So. Ey, es war halt wirklich ein bisschen sehr riskant, was Heliseng da gemacht hat. Ja. Und es war auch, es sah nicht gut kommuniziert aus. Er springt alleine rein, der eine will backporten, die anderen stehen auch hinten im Busch, keiner reagiert. Es war, glaube ich, eher so, hey Leute, komm, ich baite. Also, nee, mach mal lieber nicht. Und er, oh, komm, ich baite, okay. komm rein. Okay, ich bin drin. Aber im Endeffekt hat es trotzdem funktioniert. Das liegt ja auch bis daran, dass man jetzt auch die massiven Goldvorsprünge hat. Hier 10.000 Gold, ne, schon mal oben rauf. Da kannst du jetzt auch nicht mehr so viel verkehrt machen. Mit der Irelia, mit dem Swain auch, der hier gut reinkommt. So, hier schön, wie du gesagt hast, sehr, sehr schön gemacht, dass man dort einfach Koala mit dem Stun unterbrochen hat und der Herald hier auch durchkommt. Danach von Caps ein bisschen aggressiv, aber er kennt halt seine Limits hier ganz gut. Er weiß auch, dass er da nochmal rauskommen kann, dann trifft das SVO mit perfekt, um den Kill zu erzwingen. Und da war es eigentlich gut, da hätte man sich schon zurückziehen sollen, um alles safe zu machen. Ein Harry Charge wird bekommen und dann kommt Julian nochmal rein. Das Gute ist, er kriegt hier alle Ressourcen der Gegner ab. Ja, und er kriegt seine Ult durch, das war auch nochmal wichtig. Das Wichtigste für ihn ist eigentlich bloß, dass man eigentlich einen guten Spot hat, um für einen zweiten Teleport gehen zu können. Also wenn die Gegner sich da nicht so weit rausbaiten lassen, um mal Julian noch später zu verfolgen, dann kommt der Teleport auch nicht so gut. Und Swain ist hier der große Unterschied. Es war schon nicht okay, wie Hülisang es dort gespielt hat. Aber letztendlich, wenn der Gegner dieses eine Minion dort nicht respektiert, man darauf porten kann und schön in den Rücken mit Swain reinkommt, dann ist es halt trotzdem gut. Wir sehen Baron recht früh schon angegangen. Goldvorsprung ist inzwischen auch bei 12.000, 12.500 sogar. Die Türme werden jetzt nach und nach fallen. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel so bei 25, 26 Stunden vorbei sein wird. Das ist somit eins der schnelleren. G-Rex hat hier sowieso schon nicht viel gegenzusetzen. Jetzt kommt Fnatic einfach an mit dem Baron hier und rennt G-Rex die Base ein. Der W trifft nochmal. Slow of Candy. Oh, er kriegt hier einiges ab. Gut, ja. Energietrommelfeuer von SW auch nochmal durch. Wieder rangezogen. Also G-Rex wird hier halt komplett weggemobbt. Wird immer wieder zurückgezogen. Ja, und den Turm können sie ja nicht verteidigen. Auch den Innen können sie nicht verteidigen. Währenddessen die Midlane wird halt auch angegangen. Jetzt aber der Versuch hier von Koala reinzugehen. Aber Strange steht halt vorne drin, hält die ganze Backline weg. Das war ein wichtiges Stundenglas im allerletzten Moment. Überlebt das Ganze dadurch nochmal. Und Fnatic räumt das Ganze hier auf. Ja, das war auf jeden Fall nicht mehr jugendfrei, was sie hier gerade veranstaltet haben. Also hier ist Fnatic einmal richtig schön über G-Rex rübergerutscht. Ja, das auf jeden Fall. Super Leistung von Fnatic. Haben ihre Favoritenrolle hier in dem Spiel nochmal ausgespielt. Und sind somit, zumindest haben sie jetzt alles getan, was sie für diesen ersten Platz in der Gruppe vielleicht machen können. Ah, da geht es nachher gegen Invictus nochmal drum. Ja, G-Rex, die haben nachher noch ein Spiel gewonnen. Diesmal schauen, ob sie das gewinnen können. Aber zu dem Spiel erstmal nochmal die Analyse und ich gebe ab. Vielen lieben Dank, Clarks, und hallo und herzlich willkommen zurück in der Analyse-Ecke. Und was für eine wundervolle Leistung, wirklich traumhaft heute von Fnatic. Man darf einfach Caps keine Irelia geben, oder? Verstehe ich nicht. Kann ich null nachvollziehen, dass man Irelia da offen lässt. Also,
Ich denke, der Grundgedanke ist halt wirklich der, dass man halt einfach weiß, wenn man Irelia offen lässt, dass man halt auch gegen Irelia mit dir spielen kann. Und wie gesagt, den LeBlanc pickt ja okay. So, das ist ein reines Skill-Matchup. Und die Problempunkte lagen jetzt nun wirklich woanders als bloß bei der Irelia. Sie hatten halt überall Probleme. Das Schlimmste war halt eigentlich der Nidalee-Pick, der halt in der Theorie nicht schlecht ist, aber in der Praxis sehr, sehr schlecht. Das ist suboptimal, sagen wir es mal so. Ja. Wenn man da mal ein bisschen entgegen ausgeführt wurde. Also der Nidalee-Impact ging halt G0 mit einem Early-High-Pressure-Champion, der halt gewinnen muss. Ich konnte mir das auch selber nicht vorstellen. Deswegen habe ich vorhin auch nochmal gefragt, so, ob ihr mir das mal erklären könnt. Weil es passte halt, klar, viel Engage, aber ansonsten passte es gegen Fnatic gar nicht rein. Ja, also die Frage, was hast du für Optionen? Ich denke, der Nidalee-Pick hat sich hier schon, also in der Theorie kann sich der auszahlen, aber wenn du halt an vier verschiedenen Stellen viermal missplayst mit so einem Champion, wo du halt nicht viel erlauben darfst, dann geht das natürlich nach hinten los. Da muss halt von Anfang an alles stimmen, da müssen die Mechanics halt sitzen, da musst du halt auch genau wissen, was dein Job ist und wo du am meisten rausholen kannst. Naja, von angesprochen, Vipo war im Early sehr anfällig auf der Top-Lane. Ich denke, das war ein Kill, den man dort zu, sagen wir mal, 90% hätte forcen können. Man wusste auch, wo Xin war. Man hat ihn kurz vorher noch Botzeit gespottet gehabt. Ist halt trotzdem nicht für den Dive gegangen. Wahrscheinlich, wenn man die Sicht ganz kurz nicht bekommen hat. Aber auch da ist halt wieder fraglich, dort nicht einen Step rauszumachen aus dem Busch, um zu gucken, ja, wo portet er denn back? Denn ich weiß ja, er war vorher noch relativ low-life da. Ich weiß, ich habe einen Zion-TP. Da hätte man das Top-Lane-Matchup schon gut punishen können. Ja. Was halt im Nachhinein halt extrem in die andere Richtung gesnowballt ist. Und auch da muss man sagen, da wo Bebe es im Early nicht gepunished hat, kam er halt für den Gank auf die Top-Lane und hat bei dem Gank halt zwei, und das sind wirklich, an so einer Stelle sind das wichtige Speere, trifft er einen von den beiden Speeren. Und da war halt nichts dazwischen, niemand ist geflasht oder so, trifft er einen von den beiden Speeren, dann ist Vipo tot. Und Sion kriegt einen Kill, kriegt Sion früher MR in dem Matchup, kann er das ohne Probleme im Lane. Aber wenn Swain früh nach vorne kommt, kannst du mit einem Tank diesen Swain nicht mehr kontrollieren. Richtig. Hier sehen wir nochmal einen Botlane-Fight. Ja, das war quasi dieser einzige Fehler, den sie auf Botlane gemacht haben. Dort ein bisschen overextended, das Ganze. Das aber Caps war ja auch so mobil unterwegs in diesem Spiel. Ja, aber ist auch fein. Ne? Ja. So, das kommt auch wieder dazu. Ne? Warum kann er das hier machen? Warum kann er Level 5, Level 6 halt schon für Roams gehen? Der Grund ist halt einfach der einfache. Okay, das war jetzt ein bisschen komisch formuliert, aber der Grund ist relativ einfach. Xin kam mit Level 2 in die Mitte, ist durch eine Ward durchgelaufen und das Ganze wurde von Candy nicht respektiert. Das heißt, Candy musste auf Level 1 flashen, was ihn zwingt, die gesamte Midlane defensiver zu spielen. Er musste Irelia Pressure geben. Und auch wenn er quasi im späteren Spielverlauf seinen Flash wiederbekommt, hat Irelia von dem Punkt an immer Dominanz und kann immer pushen, was halt genau zu solchen Situationen führt. Irelia pusht die Mitte raus, kann halt roamen gehen. Sie kann halt Topside roamen, sie kann Botside roamen. Topside mussten sie offensichtlich nicht roamen, weil die Lane halt sehr, sehr gut läuft, auch im 1 gegen 2 für Vipo. Also er hier auch mit einer bombastisch starken Leistung. Also und hier sehen wir genau nochmal den Herald. Ich fand diesen Fight sehr, sehr schön. Ja, das war auch hier nochmal von Caps hervorragend gemacht. Ne? Dass er hat erst ein Engage auf den Herald abbricht. Damit fehlt Koala die Ultimate und er entscheidet sich dafür, aufgrund des fehlenden CCs, den er halt gegen sich hat, das Power Dive zu gehen. Das fand ich tatsächlich schön. Es kommt nämlich ein TP rein. Direkt dahin. Kommt nicht rein. Jetzt kommt jetzt kommt er rein. Und Braum, okay, war vielleicht ein bisschen sehr, sehr hyped. Ist dadurch auch gestorben. Aber danach reagiert halt Fnatic. Und entscheiden das halt auch noch für sich. Ja, Vipo hat halt einen Flash-Up und den Flash bringt er sich halt in perfekte Position, um den Teamfight hier, man kann schon sagen, im Alleingang zu entscheiden. Also, würde ich sagen, nicht optimaler gespielt, aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass es sein Fehler war, weil der Grundgedanke dort zu baiten ist halt schon richtig. Da hatte ich wirklich das Gefühl, dass die Kommunikation halt eher so widersprüchlich war. Einer so, nicht rein. Der so, doch, ich geh rein. Geh bitte nicht rein. Ich geh rein. So hat sich das ein bisschen angefühlt. Richtig. Aber im Endeffekt war es ja vollkommen fein, wenn Vipo das Ganze umdreht. Dann kommt zum letzten Teamfight, da ist die Schlucht, die zwischen den beiden Teams klafft in Sachen Gold schon so groß, das ist halt, es gibt keine Möglichkeit mehr, sie müssen engagen, also GX macht es komplett richtig, sie können nur jetzt voll committen und hoffen, dass sie halt, wenn Gott ihnen beisteht, diesen Fight noch irgendwie gewinnen können, aber der Elo-Gott, der war ihnen halt nicht hold und dementsprechend hatten sie auch keine Möglichkeit, da nochmal ein Comeback zu starten. Generell Comeback, sie haben ja einmal einen Shutdown gehabt auf Caps und es war super tragisch, dass dann der Rakan den Kill gekriegt hat, fand ich zumindest, also hätte da jemand anders den Kill gekriegt? Nee, es war glaube ich sogar gedockt. Nee, das war Rakan. Also, wenn du jetzt, glaube ich. Die Midlane-Situation meinst? Das ist eine Midlane-Situation, wo wir noch haben Internet. Das war genau richtig. Das war glaube ich, das LeBlanc-Internet. Aber ich will jetzt auch nichts zu 100% sagen. Ja, es ist ungünstig gelaufen, ja, so ein Shutdown-Gold halt auf den Support parken muss. Also mal immer ehrlich, das Shutdown-Gold hätte jetzt hier bei dem Unterschied auf wirklich allen Positionen, außer vielleicht der Botlane, nicht viel ausgemacht. Ja. Und Botlane ist halt, darf man auch nicht vergessen, auch wenn ich jetzt sage, der Unterschied war nicht groß. So Reckless hat einen Fehler gemacht und sie spielen halt ein Matchup gegen Xayah, Rakan. SV Brom ist halt auch nicht schwach, aber es ist halt vollkommen okay, dass es even spielen. Und das ist auch immer wieder der Grundgedanke, hast du Winning Midlane, hast du Winning Toplane, warum sollst du Botlane was riskieren? Warum willst du aggressiv spielen? Also sie haben es vollkommen richtig gemacht. Richtig. Und jetzt reden wir noch mal kurz über Fnatic. Haben heute zwei Games gewonnen. Was bedeutet das jetzt für Fnatic? Aber jetzt muss ich mal kurz rechnen. Sie stehen 4-1, ne? IG steht 4-0.
Ja. Das heißt, dieses Duell zwischen Fnatic und IG wird wahrscheinlich dann darüber entscheiden, wer Platz 1 in der Gruppe wird. Das wird auf jeden Fall noch interessant. Hm. Also das nächste Game wird auf jeden Fall was damit zu tun haben, was ich nicht noch als letztes fragen möchte. Fnatic hat ja, wie gesagt, große Leistung gezeigt, aber wie siehst du das zum Beispiel? Viele sagen, der Favorit generell aus den Worlds ist Katie Rollstar. Wie würdest du das gegeneinander sehen? Ich sag mal so, es gab viele Favoriten bisher, die bei den Worlds so genannt wurden. RNG und Genji nicht zu vergessen. Ja. Genji ist in der Gruppenphase rausgeflogen. Mensch. RNG hat sich bisher sehr solid geschlagen. Das Problem ist, dass man halt bei vielen Teams, die vorher gehypt waren, sieht, dass sie halt momentan ein bisschen schwächeln, was halt typisch koreanisch auch in dem Best-of-One-Format liegt, was sie halt einfach nicht gewöhnt sind, wo sie halt einfach ein bisschen strugglen. Was natürlich Teams wie Genji oder halt auch Katie, die bisher aber die beste Leistung gebracht haben von den koreanischen Teams, oder auch Africa Freaks halt, ein bisschen zu Verhängnis würde. Ich denke aber, dass im Best-of-Five-Format die Koreaner halt noch mal deutlich besser dastehen werden als der Rest der Welt, sage ich mal. Muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass jetzt Fnatic oder G2 keine Chance haben. Ja. Ich denke, für G2 ist es halt eher das schlechtere Format, weil sie halt viel versuchen, über individuelle cheesige Champions zu arbeiten, was halt in einem Best-of-Five-Format ganz schnell nach hinten losgehen kann. Es funktioniert halt ein Game, ab dem zweiten, dritten kann es nicht mehr so machen. Ich denke, von der individuellen Klasse her, wenn sie halt nicht ihre semi-globalen und spezialen Kompositionen bekommen, dann denke ich, sind sie halt einfach auch teamfight-mechanisch schlechter dran als koreanische Teams zum Beispiel. Aber vielleicht haben sie halt den insane Spielplan, dass sie sagen können, wir cheesen ein Game so, eins so, eins so. Ihr könnt gar nicht genug Pläne haben, um uns halt im Zaum zu halten. Ich persönlich sehe, muss ich aber sagen, RNG vielleicht aktuell sogar noch ein bisschen über KT. Aber wie gesagt, das immer unter Vorbehalt, weil wir haben kein Best-of-Five-Format aktuell. Es ist ein Best-of-One und da sind die Teams halt deutlich anders zu kategorisieren als später im Best-of-Five. Vielen lieben Dank für die Meinung auch und für die leichte Analyse. Wir gehen jetzt in eine kleine süße Pause und sehen uns dann danach wieder. Mach das so.